Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Heute wieder ohne Nick. Wie auch wahrscheinlich im nächsten Part. Und es gibt nur eine Möglichkeit, was zu tun ist. Durch dieses Portal. Ich bin gespannt. Die Musik klingt schon mal episch und man darf wahrscheinlich gespannt sein. Das Team soll ich doch bestimmt nicht so lassen. Nein, das lasse ich auch nicht so. Bin ich denn wahnsinnig? Ich sehe das gerade. Y. Du wirst ausgetauscht mit Schala. Ja, ich denke mal, Schala, Fiora und Dunben können da wohl am besten was machen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe jetzt auch diesmal nicht die Hilfe und bin wieder auf mich alleine gestellt in diesem Spiel. Naja, wir werden schauen. Ich denke mal, das klappt alles. Das Spiel ist cool. Endlich mal wieder weiterspielen und die ganzen Sequenzen, Leute. Ich konnte da leider wenig zu sagen, denn wir haben ein bisschen dabei geredet in den Sequenzen. Da konnte ich nicht viel sagen und auch nicht viel mitbekommen. Ich habe es mir dann im Nachhinein jetzt in meinen eigenen Videos angesehen. Und ja, ich muss nochmal sagen, also die Story wird jetzt erst richtig cool. Was mich jetzt aber ein bisschen verwirrt, ist das Ganze mit, dass Shulk tatsächlich die ganze Zeit die Seele des Monados in sich hatte. Oder beziehungsweise er ist Sansa und Sansa war früher ja auch jemand anderes. Und dieser ganze Kram, ich find's komisch. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht ganz, was ich damit anfangen soll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man es überhaupt schon verstehen soll so richtig. Oder ob ich es einfach wieder durch das Let's Play nicht so richtig mitbekommen habe. Ich würde sowas auch echt nicht nochmal blind Let's Playen. Und wenn doch, dann mit viel mehr Ruhe. Ich meine, das hier war mein erstes Let's Play. Und deshalb habe ich mich dabei auch vielleicht ein bisschen schwerer getan, als es nötig ist. Wenn man anfängt zu Let's Playen, merkt man das erste Mal, dass es gar nicht so einfach ist, sich auf das Spiel zu konzentrieren, während man redet. Und vor allen Dingen in so einem Spiel hier ist das dann doch ein wenig komplizierter, als man denken sollte. Tut mir schrecklich leid. Also wenn ich sowas wirklich noch einmal tun sollte, dann mit einer Menge Vorbereitung. Ich werde die Anleitung des Spielhandbuch erstmal bis aufs kleinste Detail mir durchgucken. Ganz sicher sogar. Okay, da können wir wegfliegen, oder wie ist das? Vielleicht haben sie es sogar gesagt, dass wir uns so ein Schiff suchen sollen. Ich weiß es mal wieder nicht. Nun ja. Gleiterschabe. Interessant. Immerhin keine Gegner mehr. Und für Fioras Outfit ist irgendwie cool. Also dieses Hühnchen-Outfit. So ein bisschen. Aber gut, es ist ja, solange es ordentlich Power hat, ist das für mich okay. Da oben brauchen wir nicht unbedingt. Ach, er. Ach, genau, der hat uns ja hingeflogen. Es sieht so aus, als hättet ihr es geschafft, nicht wahr? Ich danke euch für alles, was ihr für meinen Sohn getan habt. Nun, zuallererst sollten wir von hier verschwinden. Können wir zurück ins Dorf fliegen? Aber, ach man, das ist dieses blöde System. Wo man echt nicht weiß, was man drückt. Das Grüne ist es halt, aber das ist irgendwie komisch. So, ich hoffe, es lädt nicht ganz so lange. Die Ladezeiten sind hier manchmal echt extrem. Das liegt aber an meiner Wii. Also, falls ihr euch das Spiel holen wollt, schreckt euch nicht von den Ladezeiten ab. Die werden bei euch wahrscheinlich anders sein.死に損ないや。そうさ。だがなザンザ。死に必死してこそ命は輝くものだ。
する二つの世界を頼むメイナス様。Damit ist es wohl für Egil vorbei. Mich macht's irgendwie traurig. Keine Ahnung, ich finde den Typen jetzt richtig cool mittlerweile. Xinga! Ni-sama! Uge o miro! Nanda ano kumo wa? に帰っちまいなよ。楽だぜ双方が。ふざけんな。なぜだディクソン、なんでお前はそんなになっちまったんだ。シュルクはお前を慕っていたんだぞ。ディクソンさん、ザンザに操られているのなら目を覚まして。わめきやがってみっともねえ。何でも何ももねえ。俺はもともとこうなんだよ。てめえらが生まれるはるか昔からな。昔だと。おうや、英雄が言ってたろ。俺はザンザ様の使徒、三世のディクソン様よ。Einer der drei Apostel. Das bedeutet dann ja wohl, es gibt noch mehr, oder wie? Nun gut, wie machen wir das am besten? Wir müssen den Sereni Telesia besiegen. Sag ich jetzt mal. Ich hoffe es zumindest. Ich denke mal, wir werden irgendwie versuchen, die Gruppenleiste zu füllen. Und ja, hoffen einfach mal das Beste, oder? Ich würde es immer noch gut finden, wenn tatsächlich dieses Spiel Items zulassen würde in den Kämpfen. So wie Potion und so. Also so ein Kram halt. Wäre schön. Würde mir einiges erleichtern. Wo zur Hölle? Ich sehe nichts. Die Kamera macht mich gerade wahnsinnig, aber besser gesagt, das Vieh geht halt voll ab. Okay, er hat... Wisst ihr was? Oh nein, ich wurde umgeworfen. Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt einfach mal hier einen vernünftigen Schlag drauf. Mach ich auch. Vorbei? Nein. War ein bisschen hart getroffen. Keine Ahnung. Übertakten. Auch wenn es eventuell blöd ist. Oh, ich treffe nichts. Ja, weil er in diesem Modus ist, oder? In dem man ihn nicht treffen kann. Kann das sein? Aber das hört bestimmt irgendwann auf. Ich meine, ich habe kein Monado. Ich kann also nichts daran ändern. Und es wäre schön, wenn die gute Schala mal ein wenig... Was ist denn jetzt los? Was passiert? Ist vorbei? Haben wir gewonnen? Nasake ne na! Shirk ga inai to sono sama ka yo! Inoshishi san yo! Arigataku omoi na! Senyuu no kono ore ga indo wo watashite yaru nda kara yo! Umakatta yo na! Ikusa no ato ni kumikawa shita sake no waji wa! Kisama! どこのドイツだ。邪魔立てするやつは。無事か、メリア。兄上。カリアンさん、こいつはザンザの巨神の手下だ。シュルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。ディクソン。だが。ここまでだ。
いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。威勢がいいのはいいけどよ、ちったてめえの足元を見た方がいいぜ。あ、てめえらの運命すっかりと忘れちゃいねえかい。なあローランよ。な、ローランだと？そなたも関係しているというのか、ローラン殿下。純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。ほんと御しやすかったわ、あなたもソレアンも。な、なんだこの光は。それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね、これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは。まさかお前は。目覚めなさい、私の可愛いしもべたちよ。あれはテレシア。兄上！メディア！おのれローラン、兄上を離せ！勘違いしないでよ、ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから、私のせいにされてもね。どういう意味だ。言葉のまんまだぜ。ハイエンターってのはな、巨神再生の際邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。バカな、そんなことが。そうなのだメリア、だからこそお前は我らの希望だったのだよ。アニュー、そうさ、ホモスと混じるとどういうわけかテレシア化しねえんだよな、これが。ま、しねえやつはしねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。さあ、刈り取れよ、可愛い妹をその手でな。お前に思いを背負わせて。何を言うのです、兄上。だが私とて高家に生まれた者、お前の背負った宿命肩代わりすることぐらいはできる。しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪いこと。Mein Gott, die Story wird echt immer besser. Das war jetzt richtig krass mit dem Bruder. Oh mein Gott, das ist hart. Das ist wirklich hart, aber ich finde es echt gut, dass er die Alte da noch mitgenommen hat. Richtig gut, mein Gott. Oh, aber die haben wirklich an alles gedacht, oder? Die haben echt an alles gedacht.
Das sind schon Schweine. Gut, Leute, ich werde jetzt speichern und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dann und ciao.